Vielen Dank, Herr Präsident. Von den Befürwortern des heute zur Abstimmung stehenden Entwurfs wird häufig vorgetragen, die Jäger, Schützen und die Waffensammler könnten zufrieden sein mit dem, was heute als Kompromiss vorgelegt wird. Da ist doch die Frage zu stellen, sind sie denn zufrieden? Ich habe mit sehr vielen aus diesem Bereich gesprochen und sie sind nicht zufrieden. Also können wir hier nicht einfach sagen, sie sollen zufrieden sein, sie sind es nicht. Und sie sind berechtigt nicht zufrieden, weil bei dieser Regulierung, die nun geplant ist, einfach die Verhältnismäßigkeit nicht stimmt. Wir können doch nicht sagen, weil wir Terrorismus bekämpfen wollen, überziehen wir Millionen von gesetzestreuen Menschen mit neuen Regularien. Wir haben in der EU nicht einen Mangel an Gesetzen, sondern wir haben einen Mangel an der Umsetzung von Gesetzen, an einen Mangel dessen, dass auch wir, die Institutionen, uns nicht an die Gesetze halten. Da müssen wir dran arbeiten. Ein sicheres Europa entsteht nicht dadurch, dass wir neue Gesetze herbeiführen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass die bestehenden angewendet werden. Ich werde diesen Entwurf ablehnen. Danke.